Wir haben uns auf 3 Minuten Umweltrecht schon einmal zu der Frage unterhalten, ob Bauunternehmer, bei deren Tätigkeit Abfälle anfallen, zum Beispiel Baurestmassen oder Bodenaushub, ob die jetzt als Abfallerzeuger oder als Abfallsammler zu klassifizieren sind. Und zu dieser für die Praxis sehr wichtigen Frage ist jetzt eine Entscheidung des VWGH ergangen und gleichzeitig ist dann das AWG novelliert worden und hat hier nochmals eine Klarstellung getroffen. Und beides berichte ich euch heute. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und ich gehe mal ganz kurz in die Vergangenheit zurück und beginne mit einer Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich aus dem Jahr 2017. Damals hat das LVWG Niederösterreich gesagt, ein Bauunternehmer ist als Abfallerzeuger zu klassifizieren, weil bei seiner Tätigkeit fallen die Abfälle erst an und damit unterliegt er bedeutend weniger abfallrechtlichen Verpflichtungen, als wenn er ein Abfallsammler wäre, weil der Sammler braucht eine Sammlererlaubnis und der Sammler muss durchaus komplexe Aufzeichnungspflichten nach AWG erfüllen. Wenig später hat das LVWG Wien genau diese Rechtsansicht bestätigt. Beide Landesverwaltungsgerichte haben sich dabei auf Judikatur des Europäischen Gerichtshofs gestützt. Und jetzt ist der Verwaltungsgerichtshof gekommen und hat am 28.05.2019 entschieden, dass alles ganz anders ist. Der Bauunternehmer ist aus seiner Sicht Abfallsammler. Der Bauherr, der den Auftrag gibt, um zum Beispiel ein Gebäude abzureißen, ist bereits Abfallerzeuger. Und damit nimmt der VWGH beide, nämlich den Bauherrn einerseits als Erzeuger und den Bauunternehmer als Sammler, viel stärker in die Pflicht. Die AWG-Novelle 2019, die Rechtsbereinigungsnovelle, hat darauf schon wieder reagiert und hat gesagt, okay, Bauunternehmer, du bist zwar Abfallsammler, aber wir befreien dich, du brauchst keine Sammlererlaubnis. Ja, klingt toll und ist auch gut gemeint, führt in der Praxis aber zu 2 Folgefragen, die derzeit durchaus heftig diskutiert werden. Die erste Folgefrage ist, wenn jetzt der Bauunternehmer zwar Sammler ist, ohne Sammlererlaubnis, unterliegt er dennoch den Aufzeichnungspflichten für Abfallsammler? Und da sagt das Gesetz, naja, er muss keine Abfallbilanz legen, aber möglicherweise ist die Bestimmung zu undeutlich. Derzeit würde ich sie eher so lesen, dass der Bauunternehmer hier durchaus aufzeichnungspflichtig ist wie jeder andere Abfallsammler. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der derzeit diskutiert wird, ist, dass die Klarstellung im AWG 2002 nicht nur den Bauunternehmer trifft, sondern auch den Gärtner, bei dessen Tätigkeit zum Beispiel Strauchschnitt anfällt, den Handwerker, bei dessen Tätigkeit Abfälle anfallen können. Und die Novelle sagt hier jetzt explizit, die sind auch als Abfallsammler zu betrachten, wiederum als Sammler ohne Erfordernis einer Sammlererlaubnis. Aber das ist doch für viele in der Praxis jetzt ein Novum, auch wenn das vielleicht immer schon die Sichtweise des Umweltministeriums war. Ich persönlich glaube, dass die Intention gut war, dass man aber hinsichtlich dieser 2 Folgewirkungen, die jetzt noch nicht genau geklärt sind, ein Anpassungsbedarf mit einer der nächsten Novellen gegeben sein wird.